Hallo, ich zeige jetzt mal, wie das funktioniert mit dem QR-Code-Scan. Man braucht als allererstes ein Handy, das habe ich hier. Dann braucht man eine App. Dazu geht man in den App Store und lädt sich zum Beispiel einfach unter Suchen QR-Code eine App runter, wie diese hier, Scan. Da gehe ich einfach mal drauf. Dann braucht man natürlich den QR-Code, der hängt hier. Da gehe ich jetzt mal drüber. Und dann scannt meine Kamera diesen QR-Code und verbindet automatisch zu einer Seite, wo ich jetzt nachlesen kann, wann meine nächsten Busse, in diesem Fall vom Erftstädter Bahnhof, abfahren. Hier haben wir es auch schon. So, hier sind jetzt in der nächsten Zeit meine Busse alle gezeigt, die ich benutzen kann. Das Einzige, was man bedenken sollte bei dieser App und bei diesem Verfahren, ist, dass man natürlich eine Flatrate hat fürs Internet. Ansonsten könnte es teuer werden.